Mahlzeit. Hey Leute. Hey Leute. Reich gedeckter Tisch. Haut rein. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Oh. Oh. Schnottrig. Ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumet, Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Fragen, wo ist die andere? Der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Ein Mädchen war bei ihm. Sie hatten's verdammt eilig. Mhm. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Das muss ein Kind sein, oder? Aha. Hat er nicht eine Familie erwähnt? Mhm. Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Wo ist seine Frau? Sind wir jetzt ganz alleine hier? Stimmt. Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet? Na? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Jamie! Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Bisschen Zickenkrieg, ja? Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Das Fiese ist, ich habe einen Automaten gefunden, aber wie alles an diesem beschissenen Ort ist er alt und kaputt. Ja. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Wir tun so als essen. Ja, genau. Wir schlagen uns den Bauch mit Gedanken voll. Ach, wie schön. Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studio-Wichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Trau dich. Ein Toast auf die magischen Studio-Wichtel und Charlies geniale Pläne. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Cheers, hat sie gesagt. Ja, habe ich auch gesehen. Ich muss mal sagen, so die Synchronisation ist nicht ganz so gut. Was wir hier kriegen können... Ne, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Ja, klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, hat uns sowas von gehört.
Trau dich. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Nö. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Mhm. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Ja, also... ja, den mal, ne? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Na toll. Gib's ihn. Hast recht. Schon dabei. Oder, Leute? Fantastisch. Das höre ich gern. Klein bei. Ich hätte so mit so einem kleinen Schienbeintritt gedacht. Nee, ich habe mich zurückgehalten. Toll. 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 Na dann Prost. Trophäe erhalten. Na super. Der bastelt doch da irgendwas zurecht. Ja, aber hallo. Käppi und Brille? Mhm. Hallo? Leute? Ich höre doch was. Seid ihr das? Mhm. Genau. Kopfhörer auf, alles gut. Ach, du bist schon woanders. Ich spiele die andere, die Technikerin da. Ah, okay, ich sehe schon da. Okay. Okay. So. Oh oh. Geheimnis gewonnen? Online-Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Oh, okay. Name des Gegenstands H.H. Holmes Hut. Ach, guck. Okay. Was ist das denn hier? Ein Büchlein. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Von Professor J.P. Hunter. Oh, Gottes Willen, das wollen wir jetzt aber nicht alles lesen, ne? Nein, wollen wir nicht. Okay. Okay, Kapitel 5. Atemtechnik für Notfälle. Aha.
Gut. Ja. Oder weiter Verstärkung von Kopfhörer Räumen zur Unterbringung von Anlagen. Bei Angst eine Atemtechnik. Für verschiedene Baumaterialien. Okay. Böses Richtmikrofon. So. Renovierung des Wellnesspreis. Was? Bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Ach Gottes Willen, Gemälde. Okay. Die Hinrichtung von Harald Holmes. Ah! Ein Bildchen. Okay. Da war ich schon. Okay, Nummer habe ich nicht. Was haben wir hier? Oh, hier ist noch ein Bild. Ohne Rufusal. Oh. Ich nichts gucken. Oh, das ist aber schlecht. Und da haben wir die Nahe. Das sind. Ja, wo geht das hier weiter? Ich komme aber nicht weiter, warum nicht? Wieso komme ich hier nicht zurück? Hä? Was gesehen haben. Und 451, das ist der Code. Aha. No 451, okay, versuchen wir es mal. Halt, stopp. Hui. So, lol. Ja, das Licht ist aus. Ja. Licht ist aus, weil ich habe hier gerade einen Sicherungskasten gefunden. Ja, guck mal, gefangen. Gottes Willen. Also, wir fangen. Da. Mach mal Licht an, das ist voll dunkel hier. Bin dabei. Das. Ich hab voll Angst. Das. Ein Scheiße. Ah, Kacke. Nochmal. Ein Fehler habe ich gemacht. Was? Als wenn hier lieber Leute umgebracht werden. So klingt das hier. Sie läuft hier mit ihrem Richtmikrofon rum. So. Da läuft eine Tischkreissäge. Müsste dich gleich wieder angehen, hoffe ich. Also hier ist wieder Licht an. Hier sind alle schwatt. Das ist keine Angst.
ich denn jetzt? Ich bin es, damit mir nichts geschieht. Nix. Alter, ich geh da nicht rein. Soundwave. Ach, hier ist ein iPod oder sowas. Oh, ich hab den Schrein gehört. Ich bin's! Ich bin's! Was? Hey. Hey! Hey, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht sehen! Oh mein Gott, ich bin eingesperrt. Willkommen, alle kommen zu dir gerannt. Bitte! Aaron? Ich krieg die Tür nicht auf! Holt mich hier raus! Alles okay, wir sind da. Ganz ruhig, Aaron, alles wird gut. Ach, der Inhalator. Ja. Panik. Das macht es nur schlimmer. Ich brauche meinen Inhalator. Wir sind erstmal voll. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur da runter. Aaron, ich hole ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Still die Atmung. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such einfach tritt doch ein. Ja, genau, tritt die Tür doch ein. Oh. Soll ich was holen, ja, oder was? Wer ist da? Oh nein, oh nein. Ich suche. Tritt die Tür ein. Oh, ich hab Besuch, ich hab Besuch. Ich glaube, der ist nicht freundlich. Mm-mm. Gar nicht. Bleiben Sie weg von mir. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht... Was? Das ist doch nicht... Das kann doch nicht so schwer sein, die Tür aufzukriegen. Okay. Ach, wir sind da. Hey. Alles gut? Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Aaron, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht... Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Na toll. Da war jemand drin. Natürlich. Und hat mir den Inhalator gebracht. Jawohl. In echt Inhalator gebracht? Ja. Okay, war netter. Ja, ich dachte aber eher, dass er mit dem Messer kommt oder sowas. Ach, ja. Ah. Da sind sie ja. Ja. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Hm. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Hm. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft.
Ja. Was war mit den Münzen? Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Die du beim Abgeben kannst. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Oh. Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde Dumet suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Dumet ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Sie ist die Erste, glaube ich. Aaron hat jemanden gesehen. Ja, könnte sein. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht! Sorry, ich dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Natürlich. Klar, sicher. Okay, du Schiss ohne Ende und dann hast du die Tür auf. Zuerst nach Dumet. Ja. Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Okay. Warte mal, Licht, was? Ach, den hatte ich, glaube ich, schon. Ja. So. Na, dann gucken wir es mal um hier. So, das ist verschlossen. Oh, da ist noch was. Wo bist du? Ich gehe gerade hier die Treppe runter, weil irgendwas blinkt hier. Ich bin hier noch oben. Achso, diese Zahl, ne? 180. Die war vorhin noch auf 179 oder so, ne? Okay, ach, hier ist was. Warte mal, hier liegt ein Brief, hier oben. Den habe ich schon gelesen. Warum muss ich die Briefe mal vorlesen? Furchtbar. Nee, es geht nicht. Jetzt war es gerade gewesen. Was ist hier passiert? Ich. Achso, weil ich jetzt hier weitergehe. Ja, genau. Jetzt ist gerade passiert. Ah, okay. Ja, das ist wirklich krass. Und das finde ich so ein bisschen Panne, weißt du, dieses. Das hätte genauso gut wie vorhin mit den, oder zu Anfang da mit diesen, na, wo du die Wände hochklettern musst, mit zwei Mann, ne? Das hätte genauso sein müssen.
Ne? Du wartest kurz, dass dein Kollege da ist. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Warte, hier liegt was? Ja, hier ist ein Wahrnehmung, liegt hier auf dem Boden. Was haben wir hier? Mörderburg, hast du nicht... Ach hier, das ist der... Das ist die Regieanweisung sozusagen, das Drehbuch. Oder Drehzettel. Ah. Buch ist das ja nicht gerade. Ja, auf dem Boden musst du gucken. Das liegt da. Ich kann nicht über die Blumen laufen, das geht nicht. Ich kann nicht über die Blumen laufen, funktioniert nicht. Ach, das ist ja genau. Huss! Das war doch ein Fleischerhaken oder sowas, ne? Mhm. Ganz nett. Och, wie schön. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Das wird ja lustig. Oh, hier unten liegt noch was. Warte mal. Ist das hier? Eine Visitenkarte. Och, guck mal an. Hey, ich hab Dumets Visitenkarte gefunden. Grand, was steht da? Grand im Dumer. Designer? Okay. Na, die steckt da sogar ein. Ja. Ach, da unten liegt sie. Ist noch mehr? Wo bist du hin? Ich bin hier hinter dir. Hinter mir? Okay. Also am anderen Ende. Da, ja. Gästebuch. Okay, was haben wir hier denn? Oh, das ist aber komisch. Können wir umblättern? Geht das? Mhm. Kate, Mark, Jamie, das sind wir, ne? 26.10.22. Ja. Oh, hier, da sind noch andere. Joseph Morello. Michelle Morello. Francis Morello. Das ist eine ganze Familie. Nathalie Morello und. Aber 19.10.22. Die sind ein paar Tage vor uns da angekommen. Ja. Oh. Hast du gesehen das? Nee, aber ich habe hier gerade Blutspuren und da ist eine Tür. 18.10. muss ich so sagen. 14.04.10. 7.10. Fischer, David. Die haben auf jeden Fall auch diese Abenteuerreise gewonnen. Da habe ich nämlich einen Brief gelesen, wo die reingeschrieben haben, diese Familie. Das ist aber... Da geht's nicht weiter. Aber hier, wo ich stehe, da ist Blut und da ist eine Tür. Ja, ich bin gleich da. Eine Sekunde. Hey, ich muss einfach mal gucken hier. Das nützt aber nichts. Naja. Da ist nichts weiter. Brauchst nicht hingehen. Ich will aber trotzdem... Aber jetzt halten wir den Spannungsbogen auf. Bevor wir da reingehen, muss ich pipi. Genau, und die Folge ist auch zu Ende. Ach so. Ja, dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich bin gespannt. So.